Ich bin heute mal wieder unterwegs und zwar mit der Exxon Rock von Busch und Müller. Ich zeige euch heute, wie die Ausleuchtung aussieht und welche Erfahrungen ich so mit der Lampe gemacht habe. Auch Messwerte zum Lumenwert gibt es natürlich wieder. Und ich vergleiche die Lampe mal mit der Trelog LS660, die ich letztens schon mal getestet hatte. Die habe ich heute nämlich auch dabei. So sieht sie aus, die Busch und Müller Exxon Rock. Eingeschaltet wird sie hier mit einem langen Druck auf den Taster. Das verhindert gut das versehentliche Einschalten, wenn man die Lampe in einem Rucksack oder Tasche hat. Mit dem kurzen Druck auf den Taster werden dann die drei Leuchtstufen durchgeschaltet. Die LEDs, die in den Taster integriert sind, zeigen die Leuchtstufe an. Die rote LED für die niedrige Leuchtstufe, rote und blaue für die mittlere und die blaue LED für die hohe Leuchtstufe. Die fünf blauen LEDs, die man jeweils links und rechts an der Seite hat, die zeigen den Akkuladestand an. Jede LED steht für 20% Akku. Bei unter 10% Ladestand kommt dann zusätzlich neben der letzten blauen LED noch eine rote LED dazu. Dann wird auch automatisch die Leuchtkraft der Lampe runtergeschaltet. Wenn die Lampe aus ist, kann man auch mit einem kurzen Druck auf den Taster hier den Ladestand kurz anzeigen. Hier hinten hinter der Abdeckung ist der Micro-USB-Ladeanschluss. Zur Exxon Rock wird auch ein Netzteil mitgeliefert. Das ist ja bei den meisten Akkulampen sonst nicht dabei. Hat ja auch ohnehin jeder genug Ladegeräte rumliegen. Allerdings ist es bei der Exxon Rock leider so, dass das Originalnetzteil mit bis zu 1 Ampere Ladestrom lädt. Bei allen Fremdnetzteilen, die ich so probiert habe, egal was ich ausprobiert habe, bin ich nur maximal auf 0,5 Ampere gekommen. Entsprechend hat man dann mit Fremdnetzteilen eine längere Ladezeit. Für eine Komplettladung habe ich ungefähr 2 Stunden 45 mit dem Originalnetzteil gemessen und 4,5 Stunden mit Fremdnetzteilen. Allerdings ist das auch für eine Komplettladung. Die letzten 20% dauern ja bei Lithium-Ionen-Akkus immer überdurchschnittlich lange. Trotzdem schade, dass man für eine schnelle Ladung immer das Originalnetzteil dabei haben muss. Nachladen lässt sich die Exxon Rock auch im Betrieb. Man kann also zum Beispiel, während die Lampe an ist, eine Powerbank anschließen und so die Laufzeit deutlich verlängern. Allerdings ist ja auch eine Powerbank nicht das Originalnetzteil. Entsprechend lädt es dann nur mit 0,5 Ampere und das reicht in der hohen Leuchtstufe leider nicht aus, um den Ladestand konstant zu halten. Allerdings wird zumindest die Laufzeit damit deutlich verlängert. Ich habe es nicht genau gemessen, wie lange die Exxon Rock damit leuchtet, aber der Akku entlädt sich zumindest nur recht langsam. Also in der Praxis dürfte man damit dann eigentlich kaum Einschränkungen haben. Zusätzlich kann man den Ladeanschluss quasi auch umkehren. Das nennt sich dann Powerbank-Funktion. Ihr könnt also mit dem internen Akku der Lampe andere Geräte wie euer Smartphone nachladen. Dazu drückt man viermal kurz hintereinander den Taster, dann wird die Powerbank-Funktion aktiviert. Laut Hersteller lassen sich dann 1500 mAh aus der Lampe entnehmen. Das habe ich natürlich nachgemessen. Ich bin auf 1400 mAh gekommen. Passt also ungefähr. Jedenfalls reicht der interne Akku trotzdem nicht, um einen Smartphone-Akku halbwegs aufzuladen. Man kommt je nach Akkugröße vielleicht auf eine halbe Aufladung oder auch weniger. Und da ihr die Lampe ja normalerweise auch leuchten lassen wollt, wenn ihr sie mitnehmt, ist das auf jeden Fall nicht mehr als eine Notfallfunktion. Und auf diesen Notfall müsst ihr euch leider auch noch vorbereiten, weil ihr müsst ja von der Micro-USB-Buchse auf den heute normalerweise USB-C-Anschluss an eurem Handy kommen. Da nehmt ihr hier das mitgelieferte Kabel von Busch und Müller. Das geht dann von Micro-USB auf eine USB-A-Buchse und da steckt ihr dann euer Kabel ein. Ja, und wenn ihr immer so super vorbereitet für einen Notfall seid, dass ihr auch das passende Kabel dabei habt, dann bereitet euch doch lieber drauf vor, indem ihr zum Beispiel hier so eine Mini-Powerbank mitnehmt. Da könnt ihr euer Handy aufladen, ohne den Akku der Lampe zu strapazieren. Ist auf alle Fälle sinnvoller. Ihr seht schon, ich halte diese Powerbank-Funktion für ein eher überflüssiges Gimmick. Aber was soll's, das macht die Lampe ja nicht schlechter. Muss man ja nicht nutzen, wenn man nicht will. Oder habe ich jetzt hier ein sinnvolles Einsatzszenario vergessen? Wenn euch was einfällt, dann schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Jetzt noch zur Halterung. Die sieht so aus. Zuerst legt man hier diesen Gummiring über den Lenker für besseren Halt. Darüber kommt dann die Halterung. Hier diese Arme werden dann über den Gummiring gelegt. Dann die Schraube nach vorne geklappt und ordentlich festgedreht. Dabei sind hier zwei Schrauben in unterschiedlichen Längen. Da könnt ihr dann das passende je nach Lenkerdurchmesser wählen. Dadurch, dass die Oberfläche von dem Gummiring hier gewölbt ist, kann man die Halterung auch nach links und rechts darauf zu einem gewissen Grad verdrehen und sogar seitlich kippen.
Die Lampe wird dann auf die Halterung aufgesetzt und reingedrückt, die arretiert sich dann da. Und zum Entfernen dreht man den Ring oben im Uhrzeigersinn, intrigiert die Lampe somit und nimmt sie wieder ab. Die Halterung funktioniert eigentlich ganz gut, hält ganz gut fest am Lenker. 100% festhalten Halterung in dieser Art allerdings normalerweise nicht. Ich hatte damit auf schlechteren Wegen eigentlich auch noch keine Probleme. Allerdings sollte man die Halterung auch ordentlich festziehen und für einen harten Geländeeinsatz ist das wahrscheinlich nicht das richtige System. Auch das Aufsetzen der Lampe funktioniert ganz gut. Manchmal hakt die Halterung ein bisschen, muss man es nochmal probieren. Ist jetzt nicht das perfekte System, aber funktioniert doch eigentlich ganz gut. Wie viel Licht erzeugt die Xonroc denn jetzt? Die Beleuchtungsstärke in Lux, die meisten Hersteller hier angeben, bei der Xonroc sind es 100 Lux, finde ich für den Vergleich eher ungeeignet. Die wird in 10 Meter Entfernung am hellsten Punkt des Lichtkegels gemessen und da kann man halt mit einer entsprechenden Lichtverteilung, die an einem bestimmten Punkt stark konzentriert, schnell hohe Werte erreichen. Besser geeignet finde ich den Lichtstrom gemessen in Lumen, der angibt, wie viel Licht eine Lampe insgesamt erzeugt. Und da die meisten Hersteller den nicht angeben, messe ich den selbst. Wie meine Messeinrichtung dabei aussieht, das habe ich hier in dem Video schon mal beschrieben. Bei der Xonroc habe ich in der höchsten Stufe 210 Lumen gemessen. Mit so einer Zahl kann man ohne Vergleich recht wenig anfangen. Deswegen hier mein Vergleich mit anderen Akku-Fahrradlampen, die ich schon gemessen habe. Die Xonroc liegt in diesem Vergleich relativ weit vorne, allerdings auch nicht übermäßig stark vor dem großen Mittelfeld, was es so gibt. Und bei den 400 Lumen, wo mein Diagramm aufhört, da ist natürlich noch nicht das Ende erreicht. Es gibt durchaus auch Lampen, auch mit Straßenzulassung, die noch deutlich mehr als die 400 Lumen erreichen. Aber das ist dann eben auch eine ganz andere Preiskategorie. Ich habe auch mal den Lumenwert von allen drei Leuchtstufen im Zeitverlauf gemessen. Hier sieht man erstmal, dass die mittlere Leuchtstufe auf 110 Lumen ungefähr kommt, die niedrige auf 35 Lumen. Mit den 110 Lumen kann man auf alle Fälle auch noch ganz gut fahren, ist aber schon merklich dunkler als die hohe Leuchtstufe. Die niedrige Leuchtstufe reicht dann auf alle Fälle nur noch aus, um mit deutlich angepasster Geschwindigkeit zu fahren. In der hohen Leuchtstufe sieht man hier, dass am Anfang die Leuchtkraft durch Erwärmung ein bisschen abnimmt, merkt man aber in der Praxis nicht. Und auch die Leuchtdauer kann man hier noch ablesen. Der Hersteller gibt da 2,5, 6 und 25 Stunden Leuchtdauer in den drei Leuchtstufen an. In der Praxis habe ich sogar noch ein kleines bisschen mehr gemessen. Während dieser Leuchtdauer wird die Leuchtkraft auch gut konstant gehalten. Danach schaltet die Lampe automatisch runter und leuchtet mit deutlich verminderter Leuchtkraft noch eine ganze Weile weiter. Okay, viel Licht ist zwar gut und schön, aber sinnvoll verteilt muss das natürlich auch werden. Deswegen geht es jetzt erstmal weiter auf meiner kleinen Tour und wir schauen uns die Lichtverteilung genauer an. So, ein bisschen was von der Ausleuchtung habt ihr jetzt schon gesehen, aber ganz optimal finde ich Videoaufnahmen nicht, um den Lichtkegel zu zeigen. Zwar sieht man in der Bewegung durchaus ganz gut einige Sachen, aber ein Foto ist doch oft besser geeignet. Und deswegen mache ich ja auch von allen Lampen, die ich teste, ein Foto an der gleichen Stelle mit gleichen Kameraeinstellungen, so dass man wirklich sehr gut vergleichen kann. Hier seht ihr das entsprechende Foto von der Xonroc. Die Ausleuchtung fängt ganz vorne am Rad an. Der untere Bildrand ist hier schon einen Meter vom Rad entfernt, deswegen sieht man das nicht so gut. Hier noch meine Aufnahme des Nahbereichs während der Fahrt. Jedenfalls hat man ganz vorne einen kurzen, sehr hellen, einigermaßen breiten, ausgeleuchteten Bereich. Eigentlich ist der mir fast ein bisschen zu hell. Solche überhellen Bereiche führen dazu, dass sich das Auge darauf einstellt und dann in den dunkleren Bereichen schlechter sieht. Aber da der Bereich bei der Xonroc so weit vorne ist, hatte ich immer das Gefühl, dass sich das Auge nicht auf diese hohe Helligkeit einstellt, weil man es normalerweise nur am Rand vom Sichtfeld sieht.
Auf jeden Fall ist diese nahe Ausleuchtung sehr angenehm. Sicher auch, wenn man mal sehr langsam Hindernisse umfährt, aber auch, weil man dann seitlich auch im Blickwinkel Licht hat und dadurch weniger das Gefühl hat, in einem dunklen Loch zu fahren. Der Hauptlichtkegel besteht dann aus zwei Teilen. Der vordere Teil streut breiter und sorgt im Bereich zwischen 10 und 20 Meter für eine recht breite Ausleuchtung. Vor allem in Kurven ist das angenehm, weil man dann zumindest ein bisschen in die Kurve reinsehen kann. Der hintere Teil ist stärker konzentriert. Schön ist, dass auch ausreichend Licht auf den Fernbereich konzentriert ist. Die Beleuchtungsstärke nimmt im Fernbereich einfach nicht so stark ab wie bei manchen anderen Lampen. Also insgesamt ist der Lichtkegel der Xonrock für eine Lampe in dieser Preisklasse doch ausgesprochen breit, zumindest bis in den mittleren Bereich. Allerdings hat es natürlich auch seine Schattenseiten, weil wenn das Licht breit verteilt wird, dann ist es im Schnitt natürlich auch weniger hell. Ich finde den Lichtkegel der Xonrock normalerweise schon hell genug, allerdings gibt es durchaus auch mal Situationen, zum Beispiel bei nasser Fahrbahn, die viel Licht schluckt, oder wenn einem Autos mit Fernlicht entgegenkommen, wo ich mir durchaus schon mal gewünscht habe, dass der Lichtkegel ein bisschen heller ist. Und jetzt nochmal ein kleiner Vergleich mit der Trelog LS660. Die hatte ich ja letztens schon mal getestet. Den Test findet ihr hier, wenn es euch interessiert. Die Halterung funktioniert im Prinzip bei beiden gut. Aber die von der LS660 finde ich im Zweifelsfall dann doch noch ein bisschen besser. Ist einfach sehr angenehm, die Lampe da einfach aufzusetzen. Rastet sehr schön leicht ein. Auch mit Handschuhen kann man die Lampe sehr leicht wieder entnehmen. Bei der Xonrock fummelt man manchmal doch ein kleines bisschen, bis man die Lampe eingesetzt hat. Funktioniert an sich auch gut, aber nicht ganz so gut wie bei Trelog. Auch bei den Anzeigeelementen finde ich die Lampe von Trelog ein bisschen besser. Die Xonrock zeigt zwar im Prinzip alles an, was man braucht, auch der Akkuladestand wird mit 5 Stufen genau genug angezeigt, aber das Display von der LS660 ist doch nochmal ein Stück besser. Gerade die genaue Anzeige der Restlaufzeit ist doch eine sehr schöne Sache. Aber am wichtigsten ist doch die Ausleuchtung. Beide Lampen erzeugen im Prinzip genauso viel Licht. Die Xonrock habe ich mit 210 Lumen gemessen, die LS660 mit 190 Lumen. Ist in der Praxis quasi kein Unterschied. Liegt wahrscheinlich noch im Rahmen der Messgenauigkeit meiner Messanordnung. Aber die Ausleuchtung ist bei beiden doch sehr unterschiedlich. Die LS660 leuchtet im mittleren Bereich doch viel schmaler aus. Dafür verteilt sich das Licht aber gleichmäßiger und leuchtet den gesamten Bereich schön hell aus, was bei der Xonrock nicht ganz so gut ist. Ich habe bisher immer gesagt, ich kann mich nicht entscheiden, bei welcher ich die Ausleuchtung nur besser finde, weil beide ihre Vor- und Nachteile haben. Und jetzt bin ich extra nochmal losgefahren, habe mal beide nochmal genau verglichen, um vielleicht zu einem Fazit zu kommen. Der Unterschied wird vor allem in der Kurvenfahrt sichtbar. Wo man da mit der LS660 quasi ins Dunkle reinfährt und recht unsicher ist und nicht viel erkennt, kann man mit der Xonrock einfach noch ein paar Meter weiter in die Kurve reingucken, fühlt sich deutlich sicherer, das funktioniert da einfach ein ganzes Stück besser. Dafür wünscht man sich bei der Xonrock manchmal doch einfach noch eine insgesamt hellere Ausleuchtung. Dieses Gefühl hatte ich bei der LS660 deutlich seltener. Und so bleibt es letztendlich bei meiner Ansicht, dass ich mich echt nicht entscheiden kann, welche Ausleuchtung ich nur besser finde. Die beiden Lampen sind auf jeden Fall meine Lieblingslampen in dem entsprechenden Preisbereich. Die kriegt man meistens so ab 70 Euro ungefähr, teilweise auch noch für ein bisschen weniger. Am besten fand ich es ja, wenn ich beide anhatte, dann hat man einfach die Vorteile von beiden kombiniert. Man sieht ein bisschen besser in Kurven, hat ein bisschen breitere Umfeldausleuchtung und gleichzeitig hat man durch die LS660 einen recht hellen Zentralbereich. Aber mit beiden Lampen zusammen landet man natürlich auch schon wieder in einem Preisbereich, wo es durchaus andere Alternativen gibt. Welche Alternativen es da gibt, das habe ich hier in diesem Video schon mal genauer angeschaut. Da habe ich 26 Akkufahrradlampen genau verglichen, habe die Fotos der Ausleuchtung und die Vor- und Nachteile erklärt, sodass ihr wirklich mal vergleichen könnt, was für euch gut geeignet ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute und sichere Fahrt, wenn ihr im Dunkeln unterwegs seid und im Hellen natürlich auch.